cup of rain, you know I love you more. Let it rain all night long, let my love for you grow strong. As long as we're together, who cares about the weather? Listen to the falling rain, listen to it fall. Endlich zurück im ersten deutschen Fernsehen. Harald Schmidt, willkommen in der alten Heimat. Grüß Gott. Anlass für unser Gespräch, ein Buch, das Harald Schmidt herausgegeben hat. In der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe. Eine kulinarische Spurensuche im Werk und in den Landschaften von Thomas Bernhard. Vielleicht erläutern wir erstmal den Titel. Wir Schwaben wissen natürlich, dass eine Frittatensuppe eine Flätlesuppe ist, aber für den Rest der Welt, was ist denn das? Eine Flätlesuppe, aber in Österreichisch, und es ist sozusagen für den Thomas Bernhard Freak das Nahrungsmittel, vielleicht noch neben dem Brandteigkrapfen aus den Stücken. Also die Frittatensuppe ist auch der Theatermacher in dem Stück. Und bei den drei Tagen, die ich da in Oberösterreich verbracht habe, hatten mir mindestens drei Kellner gesagt, also wie unerträglich es ist, wenn die Deutschen Frittatensuppe sagen. Und sie haben es immer unterschiedlich. Wie spricht man den richtig aus? Ja, also ich würde es mir in Österreich nicht sagen, aber immer so Frittatensuppen. Oder überhaupt nur die Frittaten. Ja. Ja, also auf jeden Fall weich, wo wir als Schwaben ja nah dran sind am weichen Tee. Also das sind die dünn geschnittenen Pfannkuchen in einer Rindersuppe. Ja. Wie hat Harald Schmidt eigentlich für sich Thomas Bernhard entdeckt? Als Schüler in Stuttgart. Ich war ja damals noch auf dem Gymnasium in Nürtingen und habe da zwei Uraufführungen gesehen, nämlich Minetti und Kant. Mit Peter Sattmann als Kant. Und ich war vollkommen geplättet, ich habe die Stücke gar nicht begriffen. Das war das erste Mal, dass ich so eine Form von Stücken gesehen habe. Ich bin ja aufgewachsen theatralisch mit der Landesbühne Esslingen. Und es war natürlich Standbein, Spielbein, auch schöne Aufführung. Aber jetzt so ein Stück wie Minetti, das war für mich vollkommen neu. Und ich saß da eigentlich wie geplättet drin, aber war natürlich fasziniert von dieser Art von Minetti, so einen Monolog da zu sprechen und durchzuziehen. Ja. Zu Klaus Peymann, der war, wenn es überhaupt sowas gab, mit Bernhard befreundet, der ging mit ihm sehr oft essen. Aber er schildert auch in ihrem Buch, in ihrem Interview, wie das war, wenn man zu Hause bei Thomas Bernhard übernachtete. Ja. Und da gab es diese perfekt eingerichteten Küchen, aber das waren Schauküchen. Ja. Aufgetischt wurde Schmelzkäse-Ecken und altbackenes Brot. Wo Peymann erzählt, dass ihn noch heute der Ekel packt. Ja? Und er musste auch, glaube ich, in der ersten Zeit auf so einer Art Luftmatratze schlafen, in so einer kleinen Kammer. Demütigungsritual. Ja, ganz. Ich hatte zweimal wirklich das große Vergnügen, unter der Führung von Dr. Fabian, dem Bruder von Thomas Bernhard, dieses Haus besichtigen zu dürfen. Und das ist sensationell. Da hängen 10, 15 Lodenmäntel und Schuhe für die Jagd. Und ich sage, hat den Thomas Bernhard gejagt? Na, natürlich nicht. Also das heißt, es gab mal einen Zeitungsartikel, da war die Überschrift: viel Geschirr für keine Gäste. Und das ist es. Die Küche ist ja also eine Ultra-Profi-Küche, in der nie gekocht wurde. Maximal mal ein Tee, aber natürlich im Beutel, also nichts mit aufgebrüht und so. Und da ist dieses Haus voll von Geschichten. Es ist, ich finde, es ist toll, aber setzt voraus, dass da keiner drin wohnt. Ne? Jetzt hat Thomas Bernhard nicht nur als Bühnenautor natürlich eine Absolutheit, eine Unbedingtheit, einen Furor in der Sprache, der sehr leicht zu imitieren ist, der einen auch anfällt wie ein Virus, kann man sagen. Ja. Kriegt man Bernhard schwer aus dem Kopf? Also ich höre halt teilweise Bernhard-Texte oder bernhardeske Texte in dem Moment, wo ich Österreich betrete. Nicht nur da. Ja, aber es ist also einer meiner Lieblingsbegriffe ist eigentlich der Begriff Antitalent. Und ich höre dieses Antitalent natürlich immer in dieser Diktion von Traugott Buche, der den in der Uraufführung gespielt hat und der auch ja diese irrsinnige Kraft hatte und der in meiner Vorstellung so die Sprache so richtig rausgespuckt hat. Ja, und diese Schimpfkaskaden und so, ein anderes Wort, unerträglich. Diese ganz und gar unerträgliche, ja, diese ganz und gar unerträgliche Tanzbrunnen, dieses ganz und gar unerträgliche Köln, dieses ganz und gar unerträgliche Rhein, ja, dieser Nazifluss und so. Also das ist, wobei es ist... Apropos Nazisuppen. Nazisuppe,
Ja. Auch war in einem Tramolett. Die Nudelsuppe wird zur Nazisuppe. Ja, wird zur Nazisuppe und alles sind Nazis und so. Also das ist, ob das jetzt heute noch so funktioniert, weiß ich nicht. Aber vor 20, 25 Jahren, als das alles rauskam, hat mich das sehr fasziniert. Ja. Dass Österreich gegen das Thomas Bernhard ankämpfte, war natürlich das Österreich der Altnazis. Ja. Das Österreich der unaufgearbeiteten Vergangenheit. Das Österreich, das Kurt Waldheim repräsentierte. Ja. Das da ist mit Sicherheit jetzt ein anderes. Das ist eine Vermutung, wie Thomas Bernhard heute schreiben würde. Aber diese Altnazis, das ist ja eh wie bei uns. Die Rubrik Oper erzählt vom Krieg stirbt ja langsam aus. Weil aber das Ibiza-Video ist doch fast wie eine Verfilmung eines Thomas Bernhard-Stückes. Ja, das ist dann aber doch eher... das ist dann doch eher Boulevard. Ja? Also dem Ibiza-Video fehlt ja sozusagen die ästhetische Überhöhung. Das stimmt. Das Beste am Ibiza-Video ist eigentlich die Geste hier, als ihm das Wort für Revolver fehlt. Ja, aber sehr schon gut ist schon die Dame, die mit auf der Couch sitzt. Und also das hat schon was, aber nee, Thomas Bernhard ist doch eindeutig artifizieller. Wären Sie denn Ihrer Meinung nach gut mit Thomas Bernhard ausgekommen? Ich bin ja offen gestanden ganz froh, dass ich manche meiner Lieblingsautoren, Arno Schmidt zum Beispiel, nie kennengelernt habe. Das ist überhaupt eine Erfahrung. Man soll nie jemanden versuchen kennenzulernen, den man toll findet. Also das war meine Erfahrung auch aus den 2 Jahren im Showgeschäft. Wenn man die Idole, ich glaube auch zum Beispiel jemand wie De Niro zu treffen und so, wäre wahnsinnig enttäuschend. Weil diese Leute ja doch alle durch ihr Werk leben. Und was ich ja großartig finde, ich glaube, die meisten sind unerträglich bis sehr, sehr anstrengend, oder? Also ja. Ich wüsste auch, was soll ich denen sagen? Was hätte ich ihnen fragen sollen? Ja, Herr Bernhard, und ist das spontan oder bereiten Sie das vor? Ja, meistens ist es dann besser, man versucht doch intellektuell ein bisschen abzurüsten und zum Beispiel über die Vorzüge eines Wiener Schnitzels zu reden. Genau, ja. Oder Autos. Ja, oder, also das schreibt ja auch Hennetmeier in seinem Buch, sie haben ja zusammen Der blaue Bock geguckt. Bei Hennetmeier in der Wohnung. Und dann sang Thomas Bernhard Amsel, Drossel, Fink und Starfighter und so, also so Karlauerig. Mhm. Ja. Habe ich von einigen, ich habe mal gelesen, es gab mal ein Treffen von Ernst Jünger mit Heiner Müller. Da wurden den ganzen Tag, Nachmittag nur Herrenwitze erzählt. Jetzt teilen Sie mit Thomas Bernhard, dass Sie eine Institution im deutschsprachigen Geistesleben waren, darf man sagen. Das tut weh. Ja, manchmal muss man auch den Schmerz umarmen. Das tut weh. Ja. Der Zeitgeist hat sich ein bisschen gedreht. Ja. Ja, Ihre Stärke waren Spott und Ironie, das Drüberstehen über den Dingen. Inzwischen wollen wir moralischen Rigorismus, Haltung. Ja, genau. Wie kam das? Naja, das ist warum haben Sie das zugelassen? Das ist der Zeitgeist, wobei ja können Haltung... Können Sie das nicht ändern? Nee, Haltung hatte ich ja auch. Und meine Haltung war, morgen läuft eine andere Sau durchs Dorf. Ja? Haltung wird heutzutage natürlich mit so einer gewissen Militanz vermittelt, dass man angeblich weiß, wo es lang geht. Und was richtig und was falsch ist. Mein Vorbild Letterman hatte ja mindestens einmal pro Show den Satz, I don't know anything. Ja? Also das ist ja dieses Bescheidwissertum... Möchte ich als Zuschauer nicht sehen, aber heutzutage wird das gutiert, stelle ich fest. Aber da muss ich halt diese 20 Jahre abwarten, bis sich das wieder dreht und dann bin ich wieder da. Sie geben mir Hoffnung. Harald Schmidt, sollte in Ihnen jetzt der unwiderstehliche Wunsch erwacht sein, in der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe, herausgegeben von Harald Schmidt im Brandstätter Verlag, sofort zu erwerben, muss ich Sie noch um etwas Geduld bitten. Das erscheint nämlich erst in einigen Tagen, nämlich Ende Januar. Dann aber kaufen Sie mindestens gleich 2. Vielen Dank, Harald Schmidt. Ich danke sehr für die Einladung.